Ja, und damit recht herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3. Ja, den dritten Teil von Assassin's Creed. Naja, eigentlich ist der 1, 2, 3, 4, fünfte Teil der Assassin's Creed-Serie, aber es ist Teil 3, oder die dritte neue Geschichte, der dritte Charakter in der Serie bisher. Quasi das letzte Spiel mit Desmond Miles. Kann man auch so sagen. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, beginnen wir, drücken wir mal Start. Ich habe meine Xbox 360 wieder ausgepackt aus meiner Kiste, sozusagen. Bisschen entstaubt und so. Gucken wir jetzt ins Finale, ins Finale, ins Hauptmenü kommen. Ja. Genau. Und wir werden natürlich Einzelspieler spielen und die Tyrannei von König Washington. Und wir werden deswegen jetzt anfangen dem Einzelspieler. Und zwar werden wir das Neues machen. Natürlich hier schon 57%. Nicht besonders krass. Egal. Gerade noch mal ein bisschen reingespielt, um ein bisschen zu testen, ob ich die Steuerung noch kann, etc. Aber gut. Ansonsten, wir werden natürlich ein neues Spiel beginnen. Und wir werden es nennen. So wie es immer nennen. Machen wir nochmal groß. Großbuchstabe, ja. YouTube. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen alter Ias und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen.
Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Schön zu wissen. Tja, da sehen wir William. Wir sind da. Gehen wir. Ja. Desmond Miles jetzt ganz anders, sieht ganz anders aus. Anderes Gesicht etc., genauso wie die anderen. Hier sind wir jetzt am Tempel, zu dem wir die ganze Zeit gelangen wollten. Wir haben ja den Apfel. Beziehungsweise wir haben ihn nicht mehr, aber, ne? Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Okay, wir haben ihn doch noch, aber jetzt hatte ich das gerade vertauscht. Wie ein Tempel aus. Ich glaube, wir sind da. Wir haben es verloren. Nicht sehr gesprächig, die anderen. Aber gut. Ist jetzt auch eine dramatische Szene. Sollte man ja nicht so viel reden. Eher nur staunend bewundern, dass dieser Tempel hier immer noch erhalten ist. Von der ersten Zivilisation. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. Sohn? Sir?
Das schon wieder. Desmond? Kannst du uns hören? Ja. Was passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin? Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden. Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know, Dad. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen, sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Okay, also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Alright. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Okay, immer weiter klettern. Ja, das ist, wie gesagt, habe ich ja schon mal angesprochen, wer meine Videos kennt, alles ein wenig vereinfacht worden. Dass ich darüber ja schon durchaus gewettert habe. Dass das so ist, wie es gerade aktuell ist. Einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Dass mir das nicht so gefällt, dass ich es früher besser fand. Aber natürlich sie was verändern mussten. Das ist eine Vorgabe. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Alles klar. Hoch jetzt, komm, Desmond. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Volle Synchronisation. Ich bin einfach ein Master. Okay. Hathan und Kenway spielen wir. Das kann ich ja schon mal vorab sagen. Sir. Sir. Alles in Ordnung, Sir? Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Ja.